Das Tiefbauamt ist verantwortlich für die Planung, Gestaltung und Erhaltung des öffentlichen Raums. Wir sorgen für eine stadtgerechte Mobilität und Verkehrsführung. Weiter stellen wir den einwandfreien Zustand der Infrastruktur sicher. In Zürich gibt es allein schon 680 km Strassen. Dazu kommen 20 km Uferbauten, ein paar hundert Brücken, Stützmauern, Unterführungen, Überführungen und 9 Tunnel. All die Anlagen, die Infrastrukturen, die altern. Und je länger man wartet mit dem Sanieren, mit dem Instandstellen, umso teurer wird es. Wir geben für den Erhalt der Infrastrukturen jedes Jahr rund 60 Millionen Franken aus. Wenn man alles auf einen Schlag müsste wieder beschaffen, müsste man 3,7 Milliarden Franken in die Hand nehmen. Wir bemühen uns, Tramgleise, Werkleitungen und Strassen gleichzeitig zu erneuern. Diese Koordination sorgt für weniger Baustellen, weniger Emissionen, Verkehrsbehinderungen und letztlich auch für tiefere Kosten. Dank dieser Koordination haben wir die Möglichkeit, die Anzahl der Baustellen möglichst tief zu halten. Trotzdem gibt es natürlich sehr viele Baustellen, weil wir auch sehr viele Bedürfnisse haben in der Stadt Zürich. Es kommt leider vor, dass Strassen mehrfach innerhalb von kurzer Zeit mit aufgerissen werden. Es hat verschiedene Gründe. Ein möglicher ist, dass es am Leitungsnetz Schäden gegeben hat und man kurzfristig muss eingreifen muss. Ein anderer ist beispielsweise, wenn wir ein Projekt haben, wo die Werkleitungen vorgängig aufgrund des Termindrucks gemacht werden müssen. Die Oberfläche aber vielleicht durch das Verfahren blockiert ist und wir das nicht zusammen auf die Reihe gebracht haben. Das ist sehr unschön für alle Anwohnenden und Betroffenen. Leider lässt es sich nicht immer vermeiden. Wir geben aber uns das Beste, dass das möglichst selten vorkommt. Die Planung des öffentlichen Raums in der Stadt Zürich ist ein sehr komplexer Prozess. Wir haben ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse, die haben sich auch verändert über die Zeit. Da sind neue dazugekommen und der Raum, den wir zur Verfügung haben, ist der gleiche geblieben. Also müssen wir mit allen Stakeholdern ins Gespräch kommen, wir müssen verhandeln, wir müssen entwickeln, verwerfen, neu entwickeln. Und das braucht eine Zeit, um eine überzeugende Lösung zu erarbeiten im städtischen Gesamtinteresse. Darum braucht halt die Planung einfach seine Zeit. Die Herausforderungen bei der Planung des öffentlichen Raums sind vor allem die verschiedenen Bedürfnisse, die wir gerecht werden. Die konkurrenzieren sich teilweise und widersprechen sich auch öfters. Beispiele dafür sind Flächen für zu Fußgehende oder Veloinfrastruktur oder auch Hitzeminderungsmassnahmen oder ganz generell die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Und das macht es so komplex, unsere Strassenbauprojekte zu planen und in die Umsetzung zu bringen. Bauarbeiten dauern oft zu lang, weil wir das Ruhebedürfnis der Anwohnenden beachten und darum nicht rund um die Uhr arbeiten. Zudem haben wir den Verkehr, darum können wir die Strassen nicht komplett sperren, was die Bauzeit zusätzlich verlängert. Man sieht nicht immer alle Arbeiter auf der Baustelle. Die einen die arbeiten im Graben unten und die kann man vom Strassenraum gar nicht sehen. Parkplätze müssen wir absperren, um Platz zu gewinnen. Den Platz brauchen wir für Bauinstallationen, damit der Unternehmer seine Baustelle ausführen kann. Man braucht den Platz zum Beispiel für Personalcontainer oder Materialcontainer oder ein Material, das angebracht wird und verbaut werden muss oder Material, das abgeholt wird. Wir geben die Parkplätze so schnell wie möglich wieder frei, sobald wir sie entweder nicht mehr brauchen oder die Baustelle eine Etappe weitergezogen ist. Wir gestalten, planen und bauen, damit Zürich seine hohe Lebensqualität behalten und weiter verbessern kann. Zürich ist eine beliebte Stadt, was sich im Städte-Ranking Schweiz zeigt, wo Zürich den ersten Platz belegt.